Jo, Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin wieder extrem gut gelaunt. Ich habe ein bisschen Tränen in den Augen. Warum? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid gut drauf. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Und ich hoffe, ich kann euch euren Tag jetzt versüßen. Denn Leute, sie ist zurück. Wir waren lange nicht mehr mit ihr in Kontakt. Laura X-Time. Wir ziehen uns heute wieder einiges an Videomaterial von ihr rein. Und es kann nur unterhaltend werden. Ich möchte nicht mehr verraten, liebe Freunde. Lehnt euch zurück, macht euch gemütlich, holt euch lecker Snacks und holt euch was Leckeres zu trinken. Ganz, ganz wichtig, dass ihr euch wohlfühlt, während wir uns hier diese Scheiße jetzt geben werden. Nein, Spaß, es ist keine Scheiße, es ist Laura. Laura, ich habe dich vermisst. Ich habe sie einfach vermisst, liebe Freunde. Ich sag's euch, wie es ist. Ich bin froh, dass sie zurück ist. Und wir schauen, wir gehen einfach mal rein. Wir schauen rein. Let's go. Living my life. Wenn jemand sagt, selbstgemachter Kuchen ist nicht lecker. Living my life. Geburtstagskuchen selbstgemacht von Gabi Görg. Ah, Laura hatte Geburtstag. Aber dann erst schon mal herzlichen Glückwunsch, Laura. Hast du ordentlich krachen lassen? Hoffen wir mal alle, dass du ordentlich hast eine Party steigen lassen, gell? Aber Dings auch, ist euch aufgefallen, Schminke, Minke, alles am Start. Am Geburtstag wird sich halt auch ein bisschen Dings schicker gemacht. Gucken wir mal, ob es mehr Videos vom Geburtstag gibt. Aber meine Hast Gäste du keine Gäste oder warum heute? Machst du ständig TikToks? Grund ist der, wir saßen heute hier alle am Tisch und meine Mutter ist während dem Essen umgekippt, zusammengeklappt, war nicht ansprechbar und hatte auch für ein paar Minuten keinen Sauerstoff gehabt, also Sauerstoffmangel gehabt, weil sie ja nicht geatmet hatte. Dementsprechend habe ich auch alles abgesagt für heute und wir holen das aber definitiv nach. Da werde ich euch auch mitnehmen, aber natürlich hat man dann Gäste, ne? Ja. Hä, aber was ist, warum, also hä? Meiner Mama geht's definitiv viel, viel besser. Sie hatte sich vorhin hingelegt, ausgeruht, auch eine Stunde geschlafen und jetzt geht's ihr viel, viel besser auf jeden Fall. Fazit war, sie hat sich an der Erbse verschluckt und das Ding war auch der Auslöser, wo sie auch kurz weg war und alles, ja. Nachdem das Ding dann wieder rausgeflogen ist aus dem Hals, war sie auch dann kurz wieder bei sich und hatte auch einmal kurz aufgeschrien, sage ich mal. Und an einer Erbse verschluckt? Hä, hey, das klingt jetzt auch nicht gerade so, als hätte man da so richtig Bock drauf. Ja, jetzt geht's ihr wie gesagt besser. Aber danke deiner Nachfrage. Und an alle hier einen schönen Sonntag noch, ne? Vielen Dank. Kuss geht an euch raus, ich komme gleich wieder live. Sehr höflich. Sehr höflich von der lieben Laura, ne? So kennen wir sie. Ja, sonntags, was macht sie denn ab und an montags, wenn sie gerade schön frisch aufgestanden ist? So, guten Morgen. Oh, ich habe gar keinen Bock heute. Ja, für mich geht's gleich zur Arbeit. Und irgendwo muss ich dann meine Reifen auspumpen noch. Ja. Ich habe davon keine Ahnung, gell? Das ist einfach mit Abstand das randomste TikTok, was es, glaube ich, auf TikTok gibt. Obwohl, das ist schon sehr hochgegriffen, weil es gibt sehr viel randomere TikToks wahrscheinlich. Aber 15 Sekunden einfach nur. Guten Morgen, ich gehe in die Arbeit und muss noch reifen. Ne? Ich fange an zu gehen. Ich fange an zu gähnen, weil ich dabei müde werde, weil ich drüber nachdenke, was für einen Ton, wie sie eigentlich hat sie noch geschlafen, liebe Freunde dabei. Sie war noch am Schlafwandeln. Schreibt mir nochmal Vorschläge für mein Username, damit ich den vielleicht nochmal ändern kann, weil ich kann mich nicht entscheiden. By the way, mein zweiter Account, Laura X-Time, markiere ich euch unten hier nochmal und auch den anderen Account. Also ich habe zwei Accounts. Yes. Wichtig und richtig, dass da auch alle Accounts markiert werden. Und Leute, eure Namensvorschläge für Lauras Kanal möchte ich bitte in die Kommentare. Was würde denn da passen für einen Namensvorschlag für Laura, liebe Freunde? Ich bin überfragt. Ich sag's euch, wie es ist. Ich bin leicht überfragt. Laura. 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 Nee, ich bin überfragt. Ich bin sehr gespannt auf eure kreativen Vorschläge in den Kommentaren. Sag ich euch, wie es ist. Meine Meerschweinchen heißen Heiko. Wenn sie jetzt Roman sagt. Wenn sie jetzt sagt Heiko und Roman und dann noch Mike Singer wahrscheinlich. Dann, okay, vielleicht sind unter euch gerade welche, die ihre Meerschweinchen wirklich Heiko und Roman genannt haben. Sind hier Lochinators? Ich weiß es nicht. Gibt's die noch? Die Lochinators? Okay, wir gucken weiter. Zippo und Oscar. Heiko ist 3 Jahre und die Oscar. Anderen beiden Zippo und Oscar sind 2. Stark. Bei random Info, aber das gehört einfach so zu Lauras TikTok-Account dazu. Das ist einfach ihr Content. Random, but high and good quality. It's not always about the ideas. No.
It's about the high and good quality. Das laber ich für einen Müll. So, nach langem Gucken und Herausfinden. An sich waren die Reifen relativ noch in Ordnung. Ach so. Aber das Auto zeigt sowieso mal alles an vorher. Ich habe jetzt irgendwas mit 2, und Druck drauf irgendwie. Ja, wird schon passen, denke ich. 2, und Druck. Also sie meint wahrscheinlich 2, irgendwas Bar. Jetzt gucken wir mal, was ein Autoreifen, wie viel Bar braucht ein Autoreifen? 2,5 Bar. Sehr gut. Ja, das wird richtig sein, Laura. Da bist du relativ richtig. Hast du gut gemacht. Da kann ich dich beruhigen. Du hast alles richtig gemacht. Doch, ich trage noch meine Brille. So sehe ich mit Brille aus. Sieht man eher selten bei mir. Außer wenn ich halt Auto fahre. Mit Brille kann ich halt besser lesen und gucken. Ich habe aber die gleiche Brille, nur mit Sunglasses, ne? Aber die ist sehr ähnlich. Also von der Form her ist es gleich. Merkt ihr selbst, ne? Ja. Mir stehen keine Brillen richtig. So kann ich auch gucken, nur schlechter lesen. Meistens in den Videos halt eben... Warum ist das TikTok so random abgebrochen? Meistens in dem Video halt ich. Laura, erklär! Ich hab einfach gar keinen Bock auf die Scheiße. Bock auf die Scheiße, als ob ich mir den Arsch aufreiße. Laura, aber... Ich sag mal so, Laura schämt sich vor nichts. Der Song, vor dem könnte man sich schon schämen. Nein, Spaß. Der Song war toll. Ich hab einfach keinen Bock auf die Scheiße. Ach, Laura, ich hab dich vermisst. Ich weiß nicht. I need more. I need a lot more of this. It's important for my life. Und Laura hat mir sogar ein Geschenk gemacht. Also nicht wirklich mir ein Geschenk, sondern ihr ein Geschenk, dass sie an mich erinnert, liebe Freunde. Haltet euch fest. Seid ihr wirklich bereit? Seid ihr wirklich bereit? Ich musste es einfach tun, okay? Diese Ananas wird in meinem Büro stehen. Also, ich habe sogar was mich dann täglich an den lieben Cedric erinnert. Ihr könnt ihn ja gerne mal markieren. Man kennt den Cedric. Ich bin dankbar, einfach. Ich bin einfach dankbar dafür, dass du so sehr an mich denkst, dass du mir für dich, für mich, unter anderem für dich, aber eigentlich... Ich bin einfach nur dankbar, Laura. Dankbar dafür... Dass du in meinem Leben bist. Fertig aus, Mickey Mouse. Mehr brauchen wir auch nicht diskutieren. Was für hat gar nichts mit diskutieren zu tun, sondern danke einfach. Shoutouts gehen raus. Ich will auch, will ich so eine Ananas? Ich habe genug Ananas. Ich habe auch genug Basketballkorb. Der reicht mir auch langsam. Aber man muss sagen, der passt eigentlich sehr gut dahin, ne? Aber da ist halt auch ein Basketballkorb-Gemälde, so ein großer Basketballkorb. Okay, kommen wir zum letzten Video. Denn das letzte Video ist, wie ihr wisst, immer das Beste. Laura wird uns zeigen, wie sie sich ein Dutt macht. Immer fragen wie, ja, wie machst du deinen Dutt, die Stars, kannst du dazu mal ein Video machen? Jo, kann ich. Ich müsste mir jetzt aber erstmal meine Jacke zumachen, ansonsten wird das hier nicht hochgeladen von TikTok. Ich mache das ganz easy, Leute. Ist TikTok so? So. Gut, die sind ein bisschen... Ist TikTok so pingelig, dass wenn man so, dass bei so einem Ausschnitt, dass das gesperrt wird, ohne dass es wirklich ein Ausschnitt ist? Das ist auch krass, aber ich habe halt keine großen Erfahrungen mit TikTok. Ich bin nicht so aktiv leider auf TikTok. Aber ich muss aktiver werden. Muss ich. Aus Prinzip. Fischiger muss ich dazu sagen, ne, wenn ihr die Videos gerade eben gesehen habt, ne, ja. Junge, Karussell, Alter. Und so, aber egal. So, ich weiß nicht, warum alle fragen nach dem Tutorial, zack, 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 so. Und das mache ich dann immer irgendwie so, wie ich möchte, keine Ahnung. Aber Real Talk, ohne dass ich wusste, wie man einen Dutt macht. Macht das nicht Sinn, dass man die Haare runter macht, alle nimmt? Ich glaube, dann hätte ich ein Dings reingemacht, ein Gummi. Und dann hätte ich die drumherum gedreht und dann am Ende wieder ins Gummi reingestopft. So hätte ich das gemacht. Funktioniert doch. Also warum fragen Leute, wie machst du deinen Dutt? Macht das nicht jeder irgendwie gefühlt gleich? Okay, nee, ich glaube, ich bin in ein Fettnäpfchen getreten. Ich glaube, ihr macht das echt alle unterschiedlich, ne? Gibt's da verschiedene Ausbildungen auch für, ja, ne? Zack, ja. Tutorial, ich hoffe, euch gefällt das. So sieht das jetzt irgendwie aus. Natürlich, die sind jetzt gerade nicht geföhnt, gar nichts. Wenn ich sie föhne und neben Föhn Cam alles die Stars, das, was ich halt normal mache, ne, wie ihr es halt von mir kennt, sieht das auch sonst so aus, wie es aussieht. So. Und das aber ist jetzt halt. Schrei doch nicht. Schrei doch nicht. Du möchtest doch sympathisch erklären und nicht schreien. Laura, Hilfe. Hey. Alles gut. Psychisch nicht gefühlt, gar nichts so. Und jetzt sieht so aus, keine Ahnung. Ihr wolltet das, jetzt mache ich das einfach mal komplett Spontanität hier. Dies, das, Ananas. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hi, tschüss. Hoffe, es gefällt euch und es kommt keine Frage mehr dazu.
Ich hoffe, es gefällt euch und ihr lasst mich jetzt in Ruhe. Entschuldigung, aber könnt ihr mich bitte ab sofort einfach nur noch in Ruhe lassen? Wäre mir wichtig. Danke. Liebe Freunde, das war's. Aber ich hab gemerkt, dass es mir gut tut und ich brauche mehr Laura-Content. Ich brauche mehr Laura-Content. Wir brauchen mehr Laura-Videos, oder? Und Laura, es wird Zeit, dass wieder was passiert. Wir brauchen gute Themen. BMW, Maserati, Radarati, wir brauchen gute Themen. Okay, Laura weiß Bescheid. Wir brauchen neuen Content. Ich freue mich, wenn Laura öfter auf diesem Kanal vertreten ist. Ihr freut euch auch, das weiß ich oder hoffe ich, dass es noch so ist, weil wir hatten, ich glaube, Laura war echt 2-3 Monate hier nicht mehr zu sehen oder länger sogar. Wir sehen uns morgen wieder, auf jeden Fall, bei einem neuen Video. Ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Freunde. Schaut gerne auf Instagram vorbei. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, würde mich sehr, sehr freuen, denn dort bin ich sehr, sehr aktiv und ja, bis morgen würde ich sagen. Kuss geht raus oder bis heute auf Insta. Shorty, don't play that game. Shorty, don't play that game. I won't keep you safe. Time that I'll be okay. Don't play that game. Shorty, don't play that game. I know my place. Shorty, I know my. Got a lot to do. I got a lot to do. I got a lot to do. Got a lot to do.